Hallo und willkommen zurück hier auf Let's Play Games. Diesmal bin ich alleine und vielleicht habt ihr es schon erkannt. Wir sind in Binding of Isaac. Die letzten Runs liefen jetzt nicht so gut, die ich jetzt mal vorher gemacht habe. Minus 11 Winstreak. Ändert nichts daran, dass wir das jetzt einfach mal versuchen hier. Und gucken, was dabei rauskommt. Entweder es wird gut oder es wird eher nicht gut. Welch eine wunderbare Überraschung an der Stelle. Danke für die Bombe, an die ich nur drankomme, wenn ich eine Bombe benutze. Ah, da geht's ja schon los. Natürlich super, wenn man einfach so random in den Raum kommt und dann so eine Spinne ins Gesicht kriegt. Aber ein Schlüssel, das ist schon mal nett. Den werden wir spätestens auf dem nächsten Stockwerk brauchen. Ich bin echt in der Versuchung, da einfach eine Bombe reinzusetzen. Aber dann haben wir keine Bombe mehr. Und das wäre nicht gut. Hallo Bombe, wo ich von dir spreche. Gerade nach einem markierten Stein hier suchen. Tinted Rock, Marked Stone, wie auch immer er in diversen Sprachen genannt wird. Zwei kleine Mini-Fliegen, kein Thema. Eine Karte, Magician, naja gut. Können wir gleich beim Boss benutzen, ist jetzt nicht so der Oberknüller hier irgendwie, einer von den Steinen. Nö. Gut. Dass der Itemraum mal wieder komplett in der anderen Richtung ist, das war knapp. Wir gehen nicht in den Shop, wir haben eh kein Geld. Ich weiß gar nicht, was der Shop hier soll. Ja gut, das sind jetzt irgendeiner von den Steinen. Nein, aber eine Bombe mehr zu haben, ist erstmal nicht schlecht. So. Oh mein Gott. Das. Hehehehe. Okay. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Top. Noch ein Schlüssel. Nett. Jetzt noch ein bisschen HP und ein bisschen Schaden obendrauf und ich bin vollkommen zufrieden und der Meinung, dass das hier durchaus funktionieren könnte. Oh, Gemini. Also ich möchte an der Stelle angemerkt haben, ich habe noch nicht gegen jeden Boss gekämpft und hier brauchen wir jetzt auch nicht die Magician-Karte benutzen, weil eigentlich kann ich das Baby auch einfach in mich reinlaufen lassen. Lalalala. So. Oh, HP, wenn man davon spricht. Leider kein Devil Deal, kein Pakt mit dem Teufel einzugehen auf der Etage. Aber Mom's Knife, das kann ich jetzt erstmal nicht schlecht reden, um ehrlich zu sein. Oh ja, macht zwar keinen Sinn, aber knallt schön. Hop, 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 hop. Irgendwas, was dafür sorgt, dass das Messer schneller auflädt, wäre auch noch ganz nett. Da ist ein Tipp. Ich hasse diese Viecher. Da! Vielleicht sollte ich aufhören, das Messer in die falsche Richtung loszulassen. Dafür können wir ruhig zwei Bomben benutzen, wenn wir die brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Zwei Soul Hearts. Schön. Oh, mein WTF, Mann! Erster Run, den ich aufnehme und das passiert. Okay, wenn ich jetzt sterbe, bin ich echt stinkig auf mich selber. Und zwar so richtig. Nope. Nicht mal, wenn ich mehr HP hätte. Ich habe irgendwie Alluranz, die ich bis jetzt gemacht habe, hat sich das nicht einmal gelohnt, dieses Ding da zu benutzen, um irgendwas zu spawnen. Und demzufolge lassen wir das mal besser. Bis jetzt, soweit, so gut. Wenn ich nicht so dumm bin, in irgendwelchen Schaden zu laufen. Bomben, Schlüssel, schön. Ja, tschö. Gut. Also, Cricket's Head und das Messer so früh ist echt interessant. Mal gucken, ob wir hier noch Patronizing Poop kriegen. Mehr Geld wäre noch schön. Oder Geld im Allgemeinen, ich meine. So. Och, Monstro. Champion Monstro. Das hat ja gut funktioniert. Noch mehr HP. Gut. Ich sagte ja, HP wäre interessant. Mal gucken, ob wir unseren Secret Room an der Stelle finden. Speed Up wäre auch noch irgendwie nett. Nope.
Mal schauen. Yep. Toll. Ich könnte. Nee, nein. Ich setze es nicht drauf an oder lege es nicht drauf an, mit Pillen rumzuspielen. Ich meine, immerhin, es hätte die Liberty Cap könnte droppen, aber nein. Einfach weiter. Nicht drauf anlegen. Erster Run, den ich aufnehme. Und bis jetzt sieht es echt nett aus. Das bringt rein überhaupt gar nichts. Du bist tot. Danke, Spiel, für den Penny, an den ich nicht drankomme. Das ist sehr nett von dir. Wie, du stirbst nicht in einem Hit. Ach, das Messer ist echt gar nicht mal so schnell. Noch ein Herz. Okay. Komm. Toll. Die machen wir einfach mit Stabby Stabby kaputt. Noch ein Schlüssel, also irgendwie. Jetzt will es es aber wissen. Bup. Wenn wir denn ein Item hätten, welches einen Charge gebrauchen könnte, könnten wir den hier benutzen. Haben wir aber nicht. Noch mehr Bomben. Ich bin total voll fett begeistert nicht. Ah, das Messer braucht so lange zum Chargen. Hätte mich das jetzt getroffen, wäre ich böse gewesen. Das holen wir uns mal gerade. Jetzt fehlen uns noch 2 Pennies, um hier irgendwas zu reißen. Ja, den Kompass hätte ich schon gerne. Ja, mal gucken, ob wir noch 2 Pennies zusammengekratzt bekommen. Das hilft leider auch nicht. Ich liebe es, wenn das Spiel mir Sachen zeigt, die ich nicht haben kann. Das sprengen wir dann jetzt aber doch mal, weil das sind die 2 Pennies, die ich noch gerne... So viel zum Thema Liberty Cap. Der Kompass. Auf zum Itemraum, den ich total vergessen habe. Tu mir einen Gefallen, sei nicht crappy. Ich hasse dieses Skelett-Penner. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr. Vielleicht Pennies, vielleicht Herzen, die wir nicht brauchen, fällt mir gerade auf. Ja, nein, danke, da geht, ja, nö, da, 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 da. Irgendwann bin ich riesig und ich hab Stuff. Und ich hab so viel Herzen, dass ich mich ruhig noch weiter umgucke. Und wir haben so viel Schlüssel, dass ich mir das tatsächlich auch anschaue. Das könnten viele Dinge sein. Ich glaube, das Messer fliegt jetzt auch was schneller. Zum Beispiel ein Haufen Asche und ein Herz und Bombe und Stuff. Gucken, was wir hier haben können. Potenzial hat es. Könnte dumm sein. Kann nichts bringen. Kann was bringen. Ja, tolle Wurst. Was macht das? Toll. Genau, was ich wollte. Range down. Auf jeden Fall. Möchtet ihr... Hat sich ja voll fett gelohnt, nicht? Wir haben immer noch unsere... Ich bin super klein. Unsere super Magician-Karte. Mit der ich nicht weiß, was ich damit noch groß anfangen soll. Ich glaube, ich sollte die einfach mal im nächsten was auch immer benutzen. Mal gucken, was uns da erwartet. Piep, ich hasse dich. Einfach drin stehen bleiben, ist mir egal. Stirb. Okay, Tears and Shots, bitte. Macht das irgendwas für uns mit dem Messer? Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse immer, welche Seite was ist. Das ist Contract from Below. Und das nehmen wir auch noch mit. Ich meine, sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Wenn das Buch irgendwas Tolles kann und ich habe es einfach verkackt, dann ist das jetzt so. Da haben wir einen Miniboss. Last, jetzt nicht das Gefährlichste auf der Welt. Deswegen mal mitnehmen. Ja, Pheromones, Dankeschön. Ich bin super erfreut von der Tatsache, dass das voll die Hammerpille ist. Itemraum da, Shop da. Ich hasse diese Viecher. Ja.
Das ist eine Lösung für das Problem. Wenn ich nicht total dumm getroffen werde, permanent, sollte das mit dem Run kein Problem sein an sich. Aber ich wiederhole mich. Von daher, okay. Golden Poop, Rainbow Poop, all the poops. Jegliche Scheiße, die man so finden kann, finden wir. Regenbogen. Und Geld. Ich nehme alles. Da, nö. Da. Haut euch gegenseitig. Das ist nicht ich hasse diese Viecher. Wie viele... Ich bin so blind, blöd, bescheuert, unnötig, dumm. Stuff. So, und jetzt brauchen wir wieder HP. Was kriegen wir? Oh, okay. Will mich nicht beschweren. Döp, 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 döp. Dich im geringsten. Nope. Nicht der Secret Room. Könnte der Raum da oben sein? Chopp. Hört ihr mal auf zu choppen? Ist überhaupt nichts da zum choppen. Wo renne ich denn hin? Nope. Merkwürdig. An dem Punkt bin ich eigentlich der Überzeugung... Mein Gott, bin ich blöd. Dass wir einfach... ich werde das verkacken, einfach nur, weil... Dummheit. Ich sehe es schon vor meinem inneren Auge. Wir werden definitiv in den Shop gehen. Halt mir das mal gerade fest. Nehmen wir noch hier das Herz mit. Wenn das nicht der und das nicht, dann ist irgendwo da hinten noch der... Ich werde gar nicht mehr alles erkunden. Das bringt mich jedes Mal um. Jedes Mal bringt es mich um, wenn ich alles erkunde. Ja, nö. Kannst bitte gehen. Wir haben kein benutzbares Item. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht. Wenn wir mal so. Wenn wir ganz viel Geld haben. Und es gar nicht mehr brauchen. Dann. Upp, du bist tot. Da, das nehmen wir definitiv. Tears and Shops wieder. Okay, jetzt. Kann ich auch ein bisschen schneller das Messer durch die Gegend werfen. Wir gehen jetzt einfach weiter nach unten. Mal da reinpieken. Goldene Kiste. Hm, vielleicht. Mal überlegen. Erstmal hier Pride. Backpriden. Das ist das Anarchist Cookbook. Nope. Not even. Ich liebe die Tatsache, dass dieses Messer durch Gegner durchfliegt, weil ich hasse diese Köpfe wie die Pest. Große Frage aller Fragen. Sacrifice Room? Ja, nein, vielleicht. Egal. Toll. Bad Gas und... I can see for... Oh! Damit kann ich leben. Ich hoffe, mich zu beschweren. Ein... Bisschen risky vielleicht, aber meine Güte. Wenn ich nicht ganz, 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 ganz doof bin. Ganz, ganz. Je öfter man ganz sagt, ich hasse euch, desto besser wird es. Ich hasse diese Viecher. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Viecher. Da hat das Messer länger gebraucht zum Chargen, als ich dachte. Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass wir es nicht rerollen können, ist Luck jetzt nicht schlecht. Das macht Prox besser. Was haben wir aktuell so? Ja, meine Güte. Warum kriegen wir alles doppelt? Ich weiß gerade nicht, warum wir alles doppelt kriegen, aber ich meine, ich werde Teufel tun, mich beschweren, aber interessant trotzdem. Ja, Chomp ist okay. Komm. Er. Mein Gott. Ich hasse euch. Oh mein Gott, bin ich blöd. Es bringt halt auch nichts, wenn man irgendwie nach nur 3 von 4 guckt und dann feststellt, dass da... nach 2 von 3 und feststellt, da ist halt noch ein Dritter und der schießt einem plötzlich einfach ins Gesicht hinein, weil man seine Augen nicht aufgemacht...
Du kleiner Kamikaze-Ninja. Ich bräuchte mal ein paar Herzen. Ein bisschen HP. Nope. Bisschen HP wäre insgesamt schon nett. Aber auch nur, weil ich so blöd bin und mich laufend treffen lasse von Bullshit. Wie zum Beispiel diesem Typchen hier und alles. Okay. Okay, zum Shop können wir... Oh, das ist der Secret Room. Oder Super Secret. Alternativ. Eins von beiden. Irgendwas wird sein. Kann ich alles mitleben. Komm mal jetzt her, Mensch. Ich hab keinen Bock, da reinzugehen. Warum kriegen wir alles doppelt? Wenn ihr wisst, warum wir alles doppelt kriegen, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare hinein. Fände ich voll nett. Ich meine, die werde ich mal nicht stehen lassen, weil wir haben irgendwie 10 Millionen Bomben und ich hätte gern Herzen und deswegen... Ich finde es immer noch super, dass das Messer durch Single durchwandert. Ich hasse diese Gegner. Und das Spiel hat das Talent dafür, mir die einfach zigmal hintereinander zu geben. Okay, Slot Machine für unterwegs. Nope. Das nehmen wir mit. Das auch. Okay, ich hatte mir nicht gemerkt, dass das Pheromones ist. Das könnte man jetzt auch verschenktes Geld nennen, aber... Mom's Knife ist schon irgendwie... Nice. Typ. Wie kannst du sich wagen? Bad Gas mal 2, das hilft natürlich jetzt wunderprächtig. Okay, das ist das Super Secret. Das... Dankeschön. Hallo Monstro 2. Ich hasse dich hart, macht aber nichts. Tut überhaupt gar nichts. Protective Banana Rama Ding Dong. Und damit hätten wir das auch geklärt. Und jetzt müsste eigentlich noch ein Devil Deal auftauchen. Irgendwas, was Devil Deals verhindert? Oder einfach nur Pech? Weil Red Heart Damage haben wir nicht gehabt. Egal, weiter geht's. Eine Arcade. Dumm. Sehr dumm. Wait a second. Fertig. Das würde ich als net positive bezeichnen. An sich. Warum gehe ich in die Richtung, obwohl ich genau weiß, hier ist nischt, aber auch ja nischt. Janosch könnte sich hier verstecken. Wer weiß. Egal. Wir gehen jetzt hier. Das lohnt sich das? Gucken. Sieht so aus, als ob. Von daher, nehme ich. Ja und nein und doch und vielleicht. Und das Feuer tut mir nichts, deswegen mache ich es vorher kaputt, weil mein Glück kenne ich. Ich achte auf alles, nur Dankeschön für die Schlüssel. Nur nicht auf das, was ich achten sollte. Und wir klären einfach mal den ganzen Krempel hier ein bisschen. Das hat, erst auf der einen Seite... Habe ich das Glück, danke Maske. Auf der einen Seite habe ich mir das Glück, dass mich das hinterher in den Tod treibt. Auf der anderen Seite wiederum tut es das meistens nicht. Es macht nicht sehr viel, was ich. Sehr viel Sinn, was ich sage, aber ich weiß, was ich tue. Die meiste Zeit. Rage down. Kannst mich mal. Geht das eigentlich? Okay, so kann man seinen Secret Room auch finden. Paralyse. Noch mehr Bomben. Dankeschön. die nehmen wir mal zur Sicherheit schon nicht mit, damit ich die nicht aus Versehen benutze. Da wollte er mit mir kuscheln. Guppys Tail. Ob jetzt hier Guppy noch passiert in dem Run, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Aber einfach mal mitnehmen. Wieso nicht? Könnte ja passieren. So rein theopraktisch. Jede Menge rumrollende whatsoevers. Warum? Die ganze Zeit werde ich nicht getroffen. Und jetzt bin ich so blöd und renne in die Dinger rein, die einfach nur fest um einen und denselben Stein rollen. Noch mehr Herzen. Meine Güte. Ja, jede Menge blaues Feuer.
ob das jetzt so schlau war, es macht eigentlich, glaube ich, es macht keinerlei Unterschied. Gut. Funktioniert das? Jein. Hatte nicht den Effekt, den ich erhofft hatte, aber es hat mir auch nichts gebracht. Gut. Im Zweifelsfall können wir immer noch mit Pay to Win alles wegpayen, was uns in den Weg kommt. Das war knapp. Ich habe keine Ahnung, wie mich das nicht treffen konnte, aber besser nicht beschweren. Hinterher hört es auf zu funktionieren und da habe ich keine Lust drauf. Komm. Ah, okay, du rollst darum. Roll mir mal ins Messer. Danke. Danke. Brauche ich mir nicht die Arbeit machen damit. Definitiv mal eben in den Shop. Dankeschön. Das hilft jetzt zwar im Insgesamt nicht, aber das Herz nämlich auch damit. Falls wir noch ein Item finden, was aufgeladen werden kann, muss, wie auch immer, dann können wir das machen. Dich bezahle ich einfach mal ein bisschen. Habe ich da gerade Bock zu. Wow, unser Schaden ist echt und meine Dummheit ist auch unglaublich. Messer, komm mal bitte wieder her. Machen wir mal diese Fliegen da weg. Mutti, es tut mir leid. Ich nehme das. Guck mal eben in den Boss Rush rein. Will ich den machen, will ich den nicht machen? PhD. Lassen wir den Boss Rush mal aus dem Video raus. Besser ist das. Ab nach unten. Da können wir mal eben einen Peek. Sneaky Peeky. Oh. Oh, ja, nee, doch. Mhm. Das, okay. Ich nehme sofort zurück alles, was ich sagen wollte. Von wegen, ja, das könnte sich lohnen. Hop, 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 goldene Chest. Hop, 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 rote Chest. Vielleicht Teleport zum Devil Deal. Vielleicht Stuff und allgemein und Cricket's Head und Tammy's Head und Head Head und Stuff. Nein, stattdessen verlieren wir einfach 5 Millionen Soul Hearts in einem sinnfreien Boss-Challenge-Raum. Hallo Loki, by the way. Könntest du bitte... Danke. Hallo Chubb. Das sollte jetzt nicht das Problem darstellen. Gut, kriegen wir davon noch irgendwas. 2 Bomben. Hey. Das war jetzt nicht so lohnenswert. Ist der Boss so nah dran? Okay, wollte schon sagen. Es hätte mich jetzt aber auch gewundert insgesamt irgendwie. Können diese Tentakel eigentlich irgendwas, wenn man nicht zu nah an die ranläuft? Gut. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, warum ich alles doppelt krieg. Was? Oh mein... Was? Ich bin so unheimlich schlecht darin, meine Augen aufzumachen, bevor ich irgendwas tue. Was bist du? Ja. Auch okay. Das heißt, was auch immer Proc-abhängiges, Lack-abhängige Procs, die wir haben, wenn wir welche haben, die procken öfters. Proc. Ihr seid ja überhaupt nicht nervig oder so. Wenn ich mich davon treffen lasse, dann muss ich mich leider auf der Stelle selbst kastrieren. So. Money, money, money. Matteo, noch mehr. Ich meine, anbetracht der Tatsache, dass wir Pay to Win haben, ist das ja alles ganz nett und hübsch und schön und toll und wunderbar. Aber. Warum eigentlich aber? Es gibt auf jeden Fall aber, weil es gibt andere Sachen, die wären schöner. Ein Speed-Up for Instance zum Bleistift wäre mal voll Hammer. Aber nein. Spiel so, nö. Und ich so, fuck you. Das ist nicht nett. Gucken, was der Sacrifice Spiky Door Room für uns bereithält. Vielleicht sollte ich nicht mehr in so viele von denen reingehen. Ich habe irgendwie gerade nicht so viel HP insgesamt. Ich sehe es schon vor meinem inneren Auge. Ich laufe jetzt erstmal zurück, um Herzen zu holen. Vor meinem inneren Auge, dass ich gleich übelst verkacke, nur weil ich gierig war wie Hölle. Wie eine sehr schlaue Person, die ich kenne, aka Nevermore, sagte, Greed kills. Ohne Zweifel durchaus Dinge, die mir schon geschehen sind in diesem Spiel. Sowohl im übertragenen als auch im wortwörtlichen Sinne. Meine Fresse, laufen wir langsam.
Hopp, 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 hopp. Ich bin auch unheimlich schlecht darin, einfach mal stehen zu bleiben, wenn ich in so einen Raum reingehe und stattdessen einfach nicht in das reinzurennen, in das, was da so steht. Aber meine Güte, man könnte halt auch schlau spielen. Kann man auch lassen. Hey. Dummheit siegt. Ich sag's euch. Wenn ich mit der Item-Kombination nicht bis zum Ende komme, dann habe ich es auch einfach nicht verdient. Dann bin ich es wirklich selber schuld. Also so richtig selber schuld. Das Spiel hat ja schon mal die Tendenz dazu, einem Items zu geben, mit dem man gefühlt nirgendwo hinkommt. Oder 300 Jahre braucht, um irgendwas zu töten. Aber das Thema ist, ich muss jetzt Marms hart machen. Mit 2,5 Herzen. Das ist schon Marms hart. Das ist jetzt erstmal was anderes. Ich glaube, es ist erstmal was anderes noch. Herzen. Gut. Das ist ein Anfang. Haben wir hier irgendwie. Will ich weiter erkunden? Ne, ich mache jetzt einfach den Boss. Das muss jetzt. Das wird jetzt. Das funktioniert jetzt. Okay. So kann man das Problem lösen. Problem gelöst. Gar nicht erst das Risiko eingehen. Nope. Not. Nein. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Doch, nein, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es keinen Itemraum mehr. Wenn doch, dann hat er sich konstant von mir. Ja, gut, Dinge, mit denen ich. Okay, damit können wir direkt zum Boss. Das ist Bad Trip, Dankeschön. Vielleicht, wenn wir irgendwo feststecken in einem Raum, der doofer ist als Mom's Heart oder um Zeit zu sparen, können wir uns dann porten, wenn wir denn wollen. Oh, hallo, Tamiset. Dich nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht. Nein, ehrlich gesagt bleibe ich dabei. Wir kriegen so viel Geld. Und mit dem Messer habe ich bis jetzt nicht die beste Erfahrung dumm gemacht. Was die Tatsache angeht, Tamiset zu benutzen. Mit den Sensen beispielsweise ist das voll awesome. Vor allen Dingen, wenn die groß genug sind, dann drückt man einmal so den Knopf und dann ist der ganze Raum weg. Aber mit dem Messer ist das bis jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Deswegen lassen wir das einfach. Nehmen stattdessen Pay to Win. Spammen gleich den Item-Button im Kampf und hoffen aufs Beste. Stellen uns vielleicht noch mit dem Messer im Weg, je nachdem, wie viel HP wir dann noch haben. Wenn Dummheit wehtun würde. Also hier im Spiel tut Dummheit weh, aber nein. Das packe ich bestimmt nicht an. Ich hasse den Raum jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, dass ich unnötig getroffen werde von irgendwelchen. Aber zum Glück sind es die, die einem hinterherlaufen, so doof wie sie sind. Und nicht die, die so 5 Millionen Mal schießen oder die einfach nur dumm geradeaus schießen, in die ich trotzdem jedes Mal reinrenne. Weswegen ich an sich und für sich und gegen mich und Auge! Welch eine Wahnsinnsfeststellung, verdammt. Okay, ich zweifle langsam an der Tatsache, dass wir diesen Run fertigstellen. Ernsthaft. Ich brauche eigentlich HP. Okay. Eine wundervolle erste Folge und meine eigene Dummheit hat uns wie prognostiziert in den Tod getrieben. Wir hatten so viel Schaden, wir hatten so viel HP und ich war so dumm. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr Isaac-Videos wollt, einfach in die Kommentare damit, dann werde ich mehr davon machen. Wie immer, es hilft sehr, 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 sehr viel, wenn ihr dem Video einfach ein Däumchen gebt, sei es rauf oder runter, je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Macht mehr Sinn. Tschö. So, das war's fürs erste Isaac-Video hier. Ja, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, fettes Dankeschön. Nur es nochmal zu erwähnen, ihr würdet der Serie und dem Kanal helft ihr wirklich viel, wenn ihr einfach einen Daumen da lasst.
Ne, einen guten nach oben, wenn ihr das Video gut fandet, nach unten, wenn ihr das Video schlecht fandet. Beides hilft, interessanterweise. Alternativ, wenn ihr die neuesten Videos sehen wollt, immer zuerst dann den Abonnieren-Button oder mir auf Twitter und Facebook folgen. Auf Twitter ist definitiv immer am aktuellsten. Nur um schon mal zu sagen, Facebook ist eher so, meh. Ihr könnt links klicken, um auf ein Heroes of the Storm-Video von mir zu kommen, in Kooperation mit dem Nevermore und dem Sansi. Und rechts ist der Videozusammenschnitt der lustigen Momente des Let's Play oder Let's Die Together in Dying Light mit der dritte Spieler, sprich Alex T. Fenris und dem Nevermore. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr mehr Isaac-Videos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Auf Wiedersehen.